Tape spult die Musikgeschichte zurück. März 2007. Die 19-jährige Robin Rihanna Fenty steigt mit Umbrella von der Regionalliga in die Champions League der Popstars auf. Ein kleines Wunder, denn ursprünglich war Umbrella für Britney Spears bestimmt, die damals regierende Popprinzessin. Right on, baby. Right on. 15 Jahre später hat die Krone den Kopf gewechselt. Rihanna ist Milliardärin und leitet ein Imperium aus Mode und Musik, während Britney in die Rubrik Skandale gewandert ist. Frage: Wie hat Riri den Regenschirm von BriBri geklaut? Demandez pourquoi c'est intéressant pour vous de travailler avec Rihanna aujourd'hui. Parce qu'elle est formidable. 2019. Rihanna hat seit 3 Jahren kein Album mehr veröffentlicht, weil sie ständig mit Bernard Arnault, dem Chef von LVMH, neue Geschäfte startet. Die karibische Sängerin und Geschäftsfrau ist ein Girlboss, wie die Millennials sagen würden. Und die reichste Musikerin der Welt, mit einem geschätzten Vermögen von 1,7 Milliarden Dollar. Erwirtschaftet durch zahlreiche Hits und mit ihrer Kleider- und Kosmetikmarke Fenty, die sie weltweit vertreibt. Ihr Image unter Kontrolle zu halten, ihr Vermögen zu verwalten und Boss zu sein, all das ist Britney nie wirklich gelungen. Candidly, just between you and me, how much Pepsi do you think you drink on an average day? I really do like Pepsi. Really? What's your favorite kind? I really do. My favorite kind of Pepsi? Pepsi's Pepsi. You are 19 years of age and breaking through at that level already. Must feel fantastic. Definitely, it feels amazing. I mean, to be 19 years old and have the song The Decade, it's very overwhelming sometimes. Rihanna gibt sich bescheiden, aber sie weiß genau, was sie will. Die Geschichte hinter Umbrella ist die eines Popstars, der die Kontrolle verliert, und die eines sehr ehrgeizigen jungen Mädchens. Auf der einen Seite steht Britney. Das Demo wurde für sie geschrieben, aber sie hat es nie gehört. Ihr Team erhält es und legt sein Veto ein. So verpasst sie einen Hit, der in insgesamt 11 Ländern 24 Mal Platin erhält. Auf der anderen Seite steht Rihanna. Die hört sich das Demo an, kämpft darum und erreicht, dass ihr damaliger Chef Jay-Z es mit ihr zusammen einspielt. Der Hauptgewinn. Rihanna macht alles anders als Britney. Die eine posiert als Prinzessin, die andere als jamaikanisches Bad Girl. Die eine delegiert das Geschäft an ihren Vater und ihre Anwälte, die andere unterschreibt die Schecks selbst. Die eine verliert die Kontrolle, die andere wird Milliardärin. It's a court case. It's making headlines, of course. It is Britney Spears. Britney Spears' parents concerned over the fate of their troubled daughter. Sie merken schon, es war nicht Riri, die BriBris Schirm geklaut hat. BriBri hat sich ganz alleine sabotiert. Einige Monate nach Umbrella wurde sie wegen Überforderung eingewiesen und unter Vormundschaft ihrer Eltern gestellt. Aber Umbrella oder nicht, ihr Weg wäre derselbe gewesen. My family has been going through a lot of stress and anxiety lately, so I just needed time to deal. Die Geschichte von Rihannas Aufstieg und Britneys Fall ist die Geschichte einer Generation, deren Vorbilder keine der bösen Plattenindustrie ausgelieferten Disney-Prinzessinnen mehr sind, sondern starke Geschäftsfrauen mit Gangster-Grills, die die Konkurrenz in ihre Schranken weisen. You're a billionaire, a young billionaire, at that, I'm just saying, you know, so... Don't come to my house asking me for $20. But how does it feel? You know, like...